Hallo Freunde, es geht weiter bei Julian 87 und zwar heute mit Super Mario 64 Part 18. Auf den freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon. Aber jetzt geht's in Gulliver Gumba. 30 Sterne fehlen noch für die 100%, also nicht mehr allzu viel. Und jo, ins mittlere Bild kann man übrigens nicht reinspringen, genau. Weil es hier noch zwei andere Bilder gibt, ja? Noch zwei andere Gänge. Ein großes Bild. Und ein ziemlich kleines. Und ja, in beide kann man rein, aber es ist eigentlich vom Vorteil, in den kleinen reinzuspringen, ins kleine Bild. Weil dann ist die ganze Welt mega klein und Mario groß. Und andersrum ist Mario klein. Ist so eine Art Parallelwelt. Also in der anderen Welt ist alles so ein bisschen anders. Aber ja, es ist nicht alles gleich, wie man denkt. Also wenn man jetzt, man kann jetzt in die Röhre rein und dann kommt man in die andere Welt rein. Aber es ist ein bisschen anders alles. Werdet ihr gleich sehen. Genau. Alles viel, viel größer. Und ja, für den ersten Stern müssen wir hier diese Piranha-Pflanzen killen. Wenn wir das gemacht haben, haben wir den ersten Stern. Ich glaube, das sind 5 oder 6 gewesen. So, das war jetzt die zweite, die dritte. Mir ist es so oft schon passiert, dass ich da runtergefallen bin. Und dann den Stern zu bekommen, ist natürlich ganz schwer. Weil da kommt man, muss man erstmal wieder in eine Röhre rein, dann kommt man wieder zurück. Aber ja, ganz schwer. Drei, vier. Ein paar müssten es noch gewesen sein. Ah ne, 4. Waren echt nur 4? Oder habe ich falsch gezählt? Keine Ahnung. Man kann da auch nicht so hoch springen in diesem komischen Gras. Aber joa. Hält uns nicht auf. Jetzt gehen wir mal ins Große rein. Ist ein deutlich weiterer Weg. Aber ja. Ah, okay, der Stern. Oh, hallo Gumba. So ganz große Gumbas. Die trotzdem nur eine Münze geben, es sei denn, man zerstört sie mit einer Stampfattacke. Dann geben sie einem 5 Münzen, also blaue Münze halt, eine blaue. So, mal schauen. Da ist auch irgendwo dieser Todesfisch. Mal schauen, wo der ist. Ach, hallo Lakitu, was willst du denn? Naja, wollen wir. Oh, hier wird man richtig attackiert, ey. Nö, 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 du holst dir den Panzer nicht zurück. Und was? Als ob ich den Stachy nicht killen kann. Als ob man den Stachy tatsächlich in dem Spiel nicht killen kann, Lamoin. Okay, wir sind dem Fisch noch nicht begegnet, weil der könnte mal fressen und dann wären wir direkt tot. Den Captain vor allem aus New Super Mario Bros. Diesen Fisch, der einen fressen möchte. So, hoch da. Muss sich ein bisschen umschauen, dann kriegt man das auch locker hin. Das ist ein bisschen schwierig. So, erstmal hier schauen, wo wir hin müssen. Wir müssen also ganz nach oben auf diesen Berg. Ja, das wäre leichter gewesen, wenn wir in der kleinen Welt geblieben wären. Hätten wir uns einiges ersparen können, aber hey, nehmen wir halt mal den schwereren Weg. Macht nichts. Ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. So. Was macht man nicht alles für Stern Nummer 92? Die Welt ist schon ziemlich cool gemacht. Ist auch wirklich innovativ, ne? Sowas gab es nur in Mario Bros. 3 bisher, ne? Davor, ne? Mario Bros. 3, wo es eine große Welt gab und eine kleine Welt.
In Welt 5 war das, glaube ich, oder diese große Welt, kleine Welt, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da eine Anlehnung in Mario Bros. U, nämlich mit dem Gigantogarten. Gehen wir wieder ins kleine Bild und da haben wir die Aufgabe Rematch with Koopa the Quick. Oh, der schon wieder? Ich meine, wir haben ihn seit Part 2 nicht gesehen, aber trotzdem. Oder Part 1 war es. Ja, keine Ahnung. Jo. Wollen wir mal sehen, was du drauf hast? Und nicht wieder cheaten, wie beim letzten Mal. Okay. Und aufgepasst, er ist wirklich etwas schneller, also so schlecht ist er diesmal nicht. Aber wenn ihr alles richtig macht bei der Böenbrücke und so, dann gewinnt ihr. Oh! Das war ziemlich knapp. Ja, ihr habt schon gesehen, das Rennen war schwieriger. Aber joa, Stern Nummer 93. Und jetzt geht es weiter mit. Aber was macht er denn jetzt? Ah, zurück zur Schneewelt, okay. Los geht's. Ich glaube, da hat er noch die 100-Münzen-Aufgabe, ne? Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Hä? Rein da. Na also. Einmal zu hoch gesprungen, einmal daneben. Ach, stimmt, da haben wir ja noch einige Aufgaben. Stimmt, ganz vergessen. Ich dachte, wir wären hier schon fertig. Ja, nee, 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 nee. Das Iglu gibt es ja hier auch noch, genau. Die roten Münzen können wir später machen, aber wir müssen eigentlich immer für alle Sterne, für die 100 gelben, für die roten Münzen und hier für den Stern eigentlich hier hoch. Aber hier drin ist auch noch ein Stern. Nehmen wir uns erstmal den hier und gehen dann weiter. Gleich wieder zurück hier hoch, weil da sind noch ein paar rote Münzen am Rand und ja. Für die 100 gelben braucht man halt auch den Stern. Aber wir machen jetzt erstmal mit dem Koopa Panzer hier hochfahren. Das geht auch mit einem Rückwärtssalto. Oder mit einem Seitwärtssalto und dann hechten von der anderen Seite. Aber ja. In diesem Iglu ist auch noch ein Powerstern versteckt. Jawohl. Dieses Iglu hatten sie in Mario 64 DS übrigens komplett umgebaut. Hier ist übrigens die Unsichtbarkeitscap drin und jetzt können wir durch alle Wände durchlaufen, jawohl. Und holen uns hier den nächsten Stern. 95. Machen wir jetzt erstmal hier noch die 100 Münzen in Atlantis Aquaria. Mit den 8 roten Münzen kombinieren. Let's go. Ja, hier in den Kisten natürlich die ganzen Münzen rausholen. Ja, ich habe den Stern immer kombiniert mit den 5 Geheimnissen. Das ist eigentlich auch viel leichter, aber gut. Du kriegst hier ja schon sehr viele Münzen zusammen. 60 Stück schon. Aber schon. Wahnsinn. Da oben ist auch noch ein Block. Jawohl, 78. 81. Sind wir schon bei 86 und 91, jawohl.
jetzt darüber. Aber eigentlich hätte man hier noch die 100 voll machen können. Aber ja, was soll's. Und tauch mal nach Atlantis. Weil dort gibt es die 8 roten Münzen und noch ein paar gelbe Münzen natürlich. Aber ich glaube, die gelben Münzen brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu sammeln. Hauptsache, wir haben jetzt die roten Münzen, weil die bringen einen auch schon zu die 100. So, jetzt brauchen wir nur noch 2 Münzen. Jawohl, erledigt. Stern Nummer 96. Hier noch eine Münze und wo sind die restlichen beiden? Die müssten hier oben irgendwo gewesen sein. Ah, ne, hier noch eine. Genau, in den Kisten sind auch noch rote Münzen. So. Ich krieg mal die Kisten nicht auf. Na, ganz toll. Muss mal wieder den Wasserspiegel senken. Wie geht's denn überhaupt den Schalter? Ich kapiere das auch nicht ganz, aber. Ich glaube, im Wandsprung durch den Schalter. Wozu ist der Schalter da? Ich kapiere den bis heute nicht. Beim DS-Teil hat er so eine Treppe gemacht zu den roten Münzen, aber hier? Na egal. So, und hier ist noch die andere und natürlich fällt es wieder runter, Mario, natürlich. Aber wir haben's. Die 8 roten Münzen, die jetzt in dieser kleinen Kirche oder Kapelle drin erscheinen. Nicht die roten Münzen, sondern der Stern. So. Muss schon richtig sagen. Und hoch da. 126 Münzen, wow. Damit war's das wieder für das Video. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.